Okay, dann würde ich sagen, fangen wir an. Die anderen, die noch fehlen, können ja jederzeit dazustoßen. Genau, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle dabei seid. Heute beim Webinar Deutschland spielt Tennis, Saisoneröffnung und vieles mehr. Kurz einmal vorweg zu meiner Person. Ich bin Pauline Lübcker. Ich arbeite beim DTB in der Geschäftsstelle in der Sportentwicklung und bin da auch für die Kampagne Deutschland spielt Tennis zuständig. Genau, wie der Name schon sagt, dreht sich heute alles um Deutschland spielt Tennis. Und das Webinar wird insgesamt circa 45 Minuten gehen. Sollten wir ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer brauchen, wäre super, wenn ihr trotzdem dabei bleibt. Wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, habt ihr die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Da ist ein Fragen-Button. Da könnt ihr gerne jederzeit reinschreiben, damit das Ganze sich zwischendurch aber nicht aufhängt oder wir technisch irgendwie hin und her springen müssen, würde ich die Fragen gesammelt dann am Ende beantworten. Deswegen bleibt gerne bis zum Ende dran, dann können wir eure Fragen auch alle einmal abarbeiten. Genau. Die Präsentation, also wie ihr seht, haben wir eine Präsentation vorbereitet. Die schicken wir auch morgen noch einmal an alle Teilnehmer rum, auch mit den Links, die genannt werden. Genau, also keine Sorge, ihr müsst nichts mitschreiben, ihr bekommt das alles im Nachhinein nochmal zugeschickt. Genau. Dann vorweg einmal kurz zum Inhalt des heutigen Termins. Und zwar geht es, wie gesagt, um Deutschland spielt Tennis, um die Kampagne. Und wir möchten am Anfang euch einmal die Gründe für die Teilnahme erklären, die Rahmenbedingungen und was eigentlich deutsches Spieltennis ist. Als zweiten Teil des Termins möchten wir euch gerne einmal die Vorteile der Aktion darstellen, also das Gewinnspiel, das Vereinspaket, die Vereinsverlosung, die Newsletter und so weiter. Da werden wir überall genauer nochmal drauf eingehen und das im Detail betrachten. Der nächste Schritt wird dann der Anmeldeprozess sein. Da hat sich in diesem Jahr ein bisschen was verändert. Wir haben ein neues Portal, es gibt einen Login-Bereich, der Registrierungsprozess ist anders als in den Vorjahren. Das werde ich euch dann auch nochmal genauer vorstellen. Und zum Schluss möchte ich dann noch einen kleinen Blick auf weitere Projekte werfen, die aktuell im DTB laufen, wie zum Beispiel den Generali Tennis Starter oder die DVAG Sponsoring Börse. Genau, und zum Schluss gehen wir dann nochmal auf eure Fragen ein. Dafür wird es dann auch noch ein bisschen Zeit geben. Dann könnt ihr, wie gesagt, einfach in den Chat schreiben und ich werde danach die einzelnen Fragen beantworten. Genau, dann starten wir direkt mit dem Thema Deutschland spielt Tennis. Was ist Deutschland spielt Tennis eigentlich? Deutschland spielt Tennis ist eine Kampagne zur Mitgliedergewinnung des Deutschen Tennisbundes und der 17 Tennislandesverbände, die 2007 bereits ins Leben gerufen wurde. Also wir sind jetzt schon quasi in der 16. Saison. Und früher war das als klassische Saisoneröffnung bekannt. Inzwischen ist es aber doch vieles mehr. Unter dem Motto Deutschland spielt Tennis können Aktionstage im Verlaufe der gesamten Sommersaison durchgeführt werden. Und dabei werden alle teilnehmenden Vereine mit Materialien unterstützt, auf die ich später nochmal genauer eingehen werde. Also hier ist insbesondere das Vereinspaket zu nennen, was alle teilnehmenden Vereine kostenfrei zugeschickt bekommen. Jährlich nehmen über 2000 Vereine an der Aktion teil. Also letztes Jahr waren es zum Beispiel 2700 Vereine, die dabei waren. In diesem Jahr sind wir aktuell bei 1200 und wir sind gerade so bei der Halbzeit der Anmeldephase. Genau, also die genauen Daten werde ich euch im Verlaufe des Termins noch weiter erläutern. Ursprünglich gab es immer ein festes Datum, an dem diese sogenannte Saisoneröffnung, was es ja jetzt quasi nicht mehr ist, stattfinden sollte. Das Ganze hat sich erweitert. Es gibt jetzt einen Starttermin und dann können die Aktionstage über den Verlauf der ganzen Sommersaison durchgeführt werden. Und die Ausgestaltung des Aktionstags ist den Vereinen selbst überlassen. Es gibt da keine festen Vorgaben und da kann sich jeder Verein ein individuelles Programm überlegen. Dazu auch das Wichtigste nochmal vorweg: Die Teilnahme an Deutschland spielt Tennis ist kostenlos und man geht damit auch keine weiteren Verpflichtungen ein. Genau, dann sind hier einmal die wichtigsten Termine für euch aufgelistet. Die Anmeldephase für Deutsches Spieltennis hat in diesem Jahr am 1. Februar begonnen und läuft noch bis zum 3. April. Also wie gesagt, ist ungefähr Halbzeit.
Und der Aktionszeitraum startet dann am 23. April und verläuft über die gesamte Sommersaison. Also es gibt kein Enddatum und auch keinen Aktionszeitraum, wie es noch vor 2, 3 Jahren der Fall war, sondern es können die Aktionstage können sowohl als Saisoneröffnung, als Sommerfest oder auch als Saisonabschlussfeier durchgeführt werden. Da gibt es, wie gesagt, keine Grenzen. Was noch vorweg zu sagen ist, die Anmeldephase entspricht auch gleichzeitig der Bewerbungsphase für die Vereinsverlosung, an der alle Vereine teilnehmen. Da werde ich später nochmal genauer drauf eingehen. Vorweg einmal die Vorteile von Deutschland spielt Tennis und wie euer Verein von einer Teilnahme profitieren kann. Der wichtigste Punkt zu nennen ist natürlich Mitgliedergewinn. Das ist unser oberstes Ziel, durch die Kampagne Tennisinteressierte anzusprechen und quasi neue Mitglieder auf die Anlagen zu bringen. Wie soll das geschehen? Alle Vereine erhalten Werbematerialien im Vereinspaket für die Ansprache von Neumitgliedern mit prägnanten Slogans, die zeigen, dass Tennis ein toller Sport ist und dass man die Anlagen besuchen sollte. Zusätzlich ist es natürlich auch ein Tool, um bestehende Mitglieder zu binden, weil die Vereine dann quasi auch den bestehenden Mitgliedern ein attraktives Programm bieten. Dann gibt es ein kostenfreies Vereinspaket für alle teilnehmenden Vereine mit Werbeplakaten, Imageplakaten zum Aushang im Vereinsheim, einem Angebotsheft und weiteren Materialien der Deutschen Spieltennispartner. Wir gehen das später alles nochmal im Detail durch. Außerdem können alle teilnehmenden Vereine die digitalen Vorlagen nutzen, die auf unserem Vereinsportal zum Download bereitstehen, die für eure Kommunikation verwendet werden können. Das sind zum Beispiel Plakate, Anzeigen, aber auch Social Media Grafiken und weitere Gestaltungsbausteine. Außerdem möchten wir euch in eurer Vereinsarbeit unterstützen, geben Tipps zum Vereinsmanagement mit hilfreichen Leitfäden, Kurzüberblick über verschiedene Themen, Sponsoring, Pressearbeit und so weiter. Also da gibt es eine große Auswahl an Hilfestellungen für die Vereinsarbeit. Dann gibt es natürlich noch verschiedene Gewinnspiele. Hier sind insbesondere die Vereinsverlosung, das Zusatzgewinnspiel und das Gewinnspiel für Tennisinteressierte und Besucher zu nennen. Also nicht nur die Vereine können von einer Teilnahme profitieren, sondern auch die Tennisinteressierte, die dann auf die Anlagen kommen und den Aktionstag besuchen. Und das Wichtigste zum Schluss: Deutschland spielt Tennis ist, wie gesagt, keine reine Saisoneröffnung mehr, sondern bietet einen ganzjährigen Service für die Vereine mit Service-Tipps. Wir verschicken Vereins-Newsletter mit Hilfestellung, Best-Practice-Beispielen, also quasi Service für die ganze Tennissaison, sowohl im Sommer als auch in der Wintersaison. Genau, das nächste Thema ist das Vereinspaket, was ich gerade schon mal angesprochen habe. Alle teilnehmenden Vereine bekommen automatisch dieses Vereinspaket zugeschickt. In der Online-Anmeldung, wo wir später natürlich auch nochmal drauf eingehen werden, gibt es ein Feld, wo man eine Lieferadresse angeben kann. Und diese Adresse ist dann quasi die Adresse, an die das Vereinspaket geschickt wird. Das Paket beinhaltet verschiedene Plakatmotive zum Beschriften als auch Imageplakate, jeweils in den Größen A2 und A3. Was hier besonders zu erwähnen ist, ist, dass Angelique Kerber, wie ihr da auch auf der Grafik sehen könnt, auf den Plakaten zu sehen ist. Also sie ist das Gesicht der Kampagne als Generali-Spielerin und ist somit auch auf den ganzen Werbematerialien vorhanden. Und natürlich die Motive mit ihr können auch für eure Vereinsarbeit eingesetzt werden. Außerdem gibt es ein Gewinnspielplakat für das Gewinnspiel für Tennisinteressierte und Besucher, auf dem ein QR-Code ist, über den sich die Besucher registrieren können für das Gewinnspiel. Das Plakat kann über den ganzen Tennissommer quasi im Vereinsheim hängen, sodass die Besucher immer wieder darauf stoßen und sich registrieren können. Außerdem gibt es einen Aufkleber, Deutschland spielt Tennisverein. Damit könnt ihr zeigen, dass ihr dabei seid, auch über mehrere Jahre hinweg. Da ändert sich immer die Farbe und ein Angebotsheft mit Materialien bzw. Angeboten unserer deutschen Spieltennispartner und einer Broschüre Beach Tennis in diesem Jahr. Also wir haben ja immer verschiedene Broschüren dabei. In diesem Jahr ist es die Beach Tennis Broschüre, im nächsten Jahr wird es wahrscheinlich die Vereinsbroschüre sein. Das wechselt, wie gesagt, jährlich.
Neu ist in diesem Jahr, dass das Paket auch abbestellt werden kann. Also wenn ihr das Paket nicht haben möchtet, zum Beispiel aus Umweltschutzgründen oder weil ihr lieber die Online-Vorlagen von der Webseite nutzen möchtet, könnt ihr das im Anmeldeportal angeben. Dann bekommt ihr kein Paket zugeschickt und seid dann allerdings auch von der Teilnahme an der Vereinsverlosung ausgeschlossen. Dann kommen wir zu den Kommunikationsmaterialien. Neben den Materialien im Vereinspaket haben wir auf unserer Webseite einen riesigen Downloadbereich mit Plakaten in A3 und in A4, die beschriftet werden können, selbst ausgedruckt, Anzeigen in A5 und A4 zur Weitergabe an Zeitungen und so weiter. Also da gibt es eine breite Auswahl. Und was wir dort auch haben, sind verschiedene Gestaltungsbausteine, damit ihr euch auch selbst eigene deutsche Spieltennis-Grafiken basteln könnt. Wir haben da Key-Visuals, wir haben die Logos von deutschen Spieltennis, wir haben die ganzen Slogans aus den letzten 3 Jahren dort abgebildet. Also da gibt es eine riesige Auswahl an Slogans, die verwendet werden können. Und auch die Grafiken ohne Logo, das heißt die neutralen Bilder. Wenn ihr euch da eigene Banner erstellen wollt oder eigene Vorlagen, die können sich da alle, könnt ihr euch da alle kostenlos herunterladen. Und genau, da gibt es auch einen Überblick, dass man direkt sieht, was dort alles zu finden ist. Bei der Nutzung der Grafiken mit dem Motiv von Angelique Kerber müsste immer das Copyright Generali mit angegeben werden, weil das, wie gesagt, über die Partnerschaft mit der Generali läuft. Bei den anderen Grafiken seid ihr da ganz frei, weil das alles Deutscher Spieltennis, DTB-Grafiken sind. Auf dem Vereinsportal haben wir aber nicht nur Kommunikationsmaterialien aufgelistet, sondern da findet ihr auch ganz viele weitere Leitfäden zu verschiedenen Servicethemen wie Pressearbeit, Sponsoring, Organisation und so weiter. Und auch diese Leitfäden können kostenfrei heruntergeladen werden. Außerdem greifen wir die jeweils in den Newslettern auf und dann gibt es da immer noch einen extra Abschnitt zu, wo das Thema nochmal im Detail wo auf das Thema nochmal im Detail eingegangen wird und auch an Best-Practice-Beispielen gezeigt wird. Ich gehe einmal auf die Seite, um das euch allen zu zeigen. Genau, das ist, wie gesagt, das neue Vereinsportal. Wir sind hier auch schon direkt auf der Unterseite Saisoneröffnung und Aktionstage, was quasi die Unterseite für die Aktion Deutscher Spieltennis ist. Das findet man unter dem Reiter Projekte. Und wenn man hier runter scrollt, sind hier, wie gesagt, erst noch mal die wichtigsten Daten zur Aktion, die Vorteile aufgelistet und dann kommen wir zum Download-Bereich. Hier findet man die ganzen Plakate, kann man quasi aufklicken, A4, A3, hat auch direkt einen Kurzüberblick und kann dann einfach über diesen Reiter sich die ganzen Dateien kostenlos herunterladen. Genau, hier findet man auch die Anzeigen. Das hier sind jetzt die A4-Anzeigen im Hochformat und dann gibt es auch noch die A5-Anzeigen im Querformat. Die Social-Media-Vorlagen für Instagram im quadratischen Format, die Instagram-Stories im längeren Format oder auch für Facebook und so weiter. Was hier oben noch angesiedelt sind, sind die Tipps für Vereinsmanagement-Ratgeber, die ich zum Schluss angesprochen habe. Hier gibt es die ganzen Kurzüberblicke und die detaillierten Leitfäden. Hier auch zum Beispiel beispielhafte Schnupperstunde, Kindergarten unter dem Motto Talentinos, Grundschule, Social Media Kommunikation, Kurzüberblick, die Leitfäden zu den Basics oder auch für Fortgeschrittene. Also da kann ganz nach Belieben frei gewählt werden, was brauche ich, was kann ich für meine Vereinsarbeit am besten einsetzen. Genau, hier unten findet ihr die ganzen Gestaltungsbausteine, die ich auch angesprochen habe. Wie gesagt, die Kampagnenbilder in verschiedenen Größen und Formaten, also sowohl quadratisch als auch in anderen Größen, mit Logo, ohne Logo. Und hier sind dann nochmal die Logos zum Download bereitgestellt und die ganze Auswahl an Slogans. Also man kann sie auch direkt sehen, was das, wie die Slogans aussehen und sie dann herunterladen. Genau. So viel zu den Download-Materialien auf dem Vereinsportal. Wie gesagt, das könnt ihr euch ja natürlich auch nach dem Meeting gerne nochmal alle im Detail anschauen.
Was wir noch erwähnen sollten, ist, dass neben den Materialien, die zum Download auf der Webseite stehen, es auch noch ein zusätzliches Angebot gibt über den DTB Online-Shop. Hier wurden auch noch ein paar weitere Materialien kostenfrei, also nicht kostenfrei, sondern die kosten quasi Geld, aber können direkt individualisiert werden und nach Hause geliefert werden. Und da gibt es auch Plakate, einen deutschen Spieltennis-Flyer. Ganz beliebt sind auch unsere Zaunfahnen, wo wir das Angebot jetzt auch nochmal erweitern werden, oder auch die Materialien für das DTB-Tennis-Sportabzeichen. Auch hier zeige ich euch nochmal den Shop. Genau, das ist quasi der Shop. Hier sieht man schon eine erste Vorschau an Materialien, die im Shop angeboten werden. Wenn man jetzt auf den Reiter Poster Aktionstag geht, gibt es die verschiedenen Poster im A2-Format. Hier kann man sich dann quasi auch durchklicken, verschiedene Slogans, verschiedene Motive und kann die dann auch hier direkt beschriften. Also man sieht dann auch direkt, wenn man hier in das Feld was reinschreibt, wie das dann auf dem Plakat aussehen würde. Außerdem haben wir hier einen Flyer zum Aktionstag im A6-Format. Das ist hier jetzt quasi die Vorderseite. Und auf der Rückseite hat man auch noch die Möglichkeit, den Flyer zu beschriften. Hier gibt es ein großes Textfeld, wo man dann auch die individualisierten Sachen zum Verein schreiben kann. Dann gibt es Zaunfahnen. Hier wird das Angebot in Kürze auch nochmal erweitert um drei weitere Motive. Da kann man auch, also die sind zum Aushang an den Plätzen quasi gedacht oder auf der Anlage. Und hier kann auch der Text individuell für den Verein angepasst werden. Also wo jetzt TC Musterverein steht, könnte dann euer Verein quasi direkt stehen. Und ein weiteres Angebot sind natürlich die Materialien zum DTW-Tennis-Sportabzeichen, also Urkunden, Plakate, Prüfkarten und so weiter. Genau. So viel zum Thema Downloadmaterialien und Materialien im Online-Shop. Und jetzt würde ich einmal auf das Thema Gewinnspiele genauer eingehen. Und der erste Punkt hier ist die Vereinsverlosung. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, ist der Zeitraum für die Vereinsverlosung gleichzeitig auch der Zeitraum der Online-Anmeldung für Deutschland spielt Tennis. Also es ist nicht mehr so wie in den Vorjahren, dass es so eine Early-Bird-Aktion gab, wo quasi die Vereine, die sich als erstes angemeldet haben, profitieren konnten. Dafür haben wir jetzt ein Zusatzgewinnspiel, was ich später nochmal vorstellen werde. Bei der Vereinsverlosung können, wie gesagt, wirklich alle teilnehmenden Vereine profitieren. Insgesamt verlosen wir 200 Preispakete in den Kategorien Gold, Silber und Bronze mit verschiedenen Materialien der Deutschen Spieltennispartner, die wir frei zusammengestellt haben. Im Detail könnt ihr euch das auf der Webseite nochmal nachlesen. Da stehen die genauen Inhalte einmal aufgelistet. Und die Bewerbungsphase ist also vom 1. Februar bis zum 3. April. Am 4. April erfolgt dann die Auslosung und anschließend werden auch die ganzen Gewinner per Post benachrichtigt und auch per Mail. Und dann gehen die ganzen Pakete in den Versand. Neu seit letztem Jahr gab es das erstmals schon. In diesem Jahr haben wir es noch ein bisschen angepasst, ist das Zusatzgewinnspiel. Durch das Zusatzgewinnspiel gibt es halt im regelmäßigen Abständen eine weitere Gewinnchance. Und zwar gibt es verschiedene Zeiträume. Hier habe ich euch nochmal die Wochen 3, 4 und 5 dargestellt. Woche 1 und 2 ist bereits abgelaufen. Und zwar sind diese Zeiträume auf der Webseite einsehbar. Und wenn die Vereine oder ihr euch quasi in diesem jeweiligen Zeitraum anmeldet, ist man im Lostopf für den jeweiligen Zusatzpreis. Das heißt, wenn ich mich jetzt in Woche 4, also vom 11. März bis zum 24. März anmelde, bin ich in der Verlosung, die dann am 25. März stattfindet und habe halt die Chance entweder auf die Hoodies oder auf die DTB-Shirts oder in Woche 5 zum Beispiel auf die Massagerollen von Beurer. Die ganzen Preise und die Zuordnung zu den Zeiträumen findet ihr auf der Webseite und außerdem wird das jeweils im Vereinsnewsletter kommuniziert und über Social Media. Also da wird das dann nochmal im Detail immer der jeweilige Zeitraum aufgegriffen. Hier seht ihr das auf der Webseite. Erstmal hier kommen die Preise der Vereinsverlosung und hier unten haben wir dann nochmal die Auflosung, aus Auflistung der Materialien von dem Zusatzgewinnspiel. Genau.
Dann kommen wir noch zum dritten Gewinnspiel, was ich vorstellen möchte. Und zwar ist das Gewinnspiel für Tennisinteressierte und Besucher des Aktionstags. Und zwar beginnt hier die Registrierungsphase am 23. April, also quasi mit Start des Aktionszeitraums und läuft über die ganze Sommersaison bis zum 30. September. Im Vereinspaket gibt es das Gewinnspielplakat, was ihr hier auch auf der rechten Seite seht. Auf dem Gewinnspielplakat gibt es einen QR-Code, hier unten. Da über diesen QR-Code können die Besucher quasi auf die Gewinnspielseite gelangen und können sich dort für das Gewinnspiel registrieren. Da werden dann auch verschiedene Preise verlost, die ich gleich nochmal zeigen werde. Und neu in diesem Jahr, es gibt eine monatliche Vorabverlosung. Das heißt, wenn sich euer Besucher beispielsweise schon im Mai anmeldet oder im April, gibt es zum 20. Mai die erste Vorabverlosung, wo es zum Beispiel Turniertickets für das Rasenturnier in Halle gibt. Oder im nächsten Zeitraum gibt es Tickets für die Hamburg Open. Deswegen lohnt es sich auch früh dabei zu sein. Aber alle Vereine, die sich anmelden, sind auch in der Endverlosung am 30.09. dabei und haben Chance auf die Preise aus dem gesamten Lostopf. Hier einmal nochmal zur Gewinnspielseite. Findet ihr auch natürlich unter dem Reiter Projekte. Hier ist der Sonderpreis für den ersten Zeitraum aufgelistet. Das sind, wie gesagt, die Turniertickets für Halle. Und hier unten sieht man dann noch alle weiteren Preise. Also hervorzuheben sind natürlich hier die Gutscheine für das Hotel Tannenhof oder auch die Dorint-Gutscheine, aber auch Deutschland-Outfits von Head. Wie gesagt, da gibt es eine breite Auswahl an Gewinnen, die für die Besucher natürlich interessant sein können. Und das ist natürlich auch nochmal ein Ansporn für die Tennisinteressierten, die auf eurer Anlage sind, dabei zu bleiben und die haben dann zusätzlich noch eine Gewinnchance. Genau, so viel zum Gewinnspiel. Wie gesagt, das Plakat ist im Vereinspaket enthalten, kann ausgehängt werden und kann auch über die ganze Sommersaison im Verein ausgehängt werden, weil es da, wie gesagt, also der Endzeitraum erst am 30.09. liegt. Deswegen, das ist anders im Vergleich zum letzten Jahr, wo es noch die Codekarten gab, die an die Besucher verteilt werden konnten, gibt es in diesem Jahr das Gewinnspielplakat, was quasi dauerhaft im Verein hängen bleiben kann. Genau. Ein weiterer Mehrwert auch von der Kampagne Deutschland spielt Tennis ist unsere Landkarte. Auf dieser Landkarte werden alle Tennisvereine in Deutschland gelistet. Das heißt, wenn Besucher quasi oder Tennisinteressierte über die Postleitzahl in ihrer Region nach einem Verein suchen, werden die ganzen Vereine angezeigt, wie man hier auch auf dem Bild sehen kann. Und besonders ist, dass die deutschen Spieltennisvereine grün markiert werden. Das heißt, sie werden extra nochmal farblich hervorgehoben. Und wenn man diese auswählt, erscheint auch der Aktionstag und auch die Kontaktdaten, sodass quasi die Tennisinteressierten direkt den Verein auswählen können. Haben die E-Mail-Adresse, die Kontaktdaten, können nachfragen, kann ich dann vorbeikommen, wissen, wann der Aktionstag stattfindet. Von daher ist das auch ein tolles Angebot. Hier nochmal zur Landkarte. So sieht das am Anfang aus und dann kann man, wie gesagt, hier oben in diesem Feld eine Postleitzahl eingeben. Man kann auch den Umkreis eingrenzen. Man kann auswählen, ob man alle Tennisvereine sehen will, Deutschland spielt Tennisvereine oder Talentino-Vereine. Wenn ich jetzt hier auf Suchen klicke, erscheinen natürlich erstmal ganz viele Vereine im Umkreis. Also wie gesagt, in Hamburg gibt es da einige. Und die grün markierten Vereine sind die Vereine, die dabei sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf diesen Verein klicke, den SV Wilhelmsburg von 1888, sehe ich, oh, der Verein ist dabei bei Deutschland spielt Tennis. Der Aktionstag findet am 23.04. statt. Ich sehe auch, wo der Verein ist, also die Adresse. Ich sehe die Homepage und ich kann direkt auf diesen Reiter gehen, E-Mail schreiben und dann den Verein kontaktieren, wenn ich Interesse habe, den Aktionstag zu besuchen. Das gleiche natürlich auch zum Beispiel hier bei St. Georg. Wenn ich jetzt auf einen grau markierten Verein gehe, sehe ich, wie gesagt, keinen Aktionstag, weil das ist aktuell noch kein deutscher Spieltennisverein. Kann sich natürlich ändern, aber zum jetzigen Zeitpunkt sind die Vereine, die grau markiert sind, noch nicht dabei. Die Daten werden auch immer aktualisiert. Also wenn ihr euch über das Vereinsportal anmeldet und einen Aktionstag angebt und dieser sich aber ändern muss, könnt ihr euch ganz einfach nochmal einloggen über das Vereinsportal mit eurem tennis.de-Account, den Aktionstag ändern, das absenden und dann wird das auch automatisch auf der Landkarte geändert.
Wenn der Verein eine Telefonnummer angegeben hat in der nationalen Tennisdatenbank, wird die hier auch gelistet. Also wie gesagt, alle wichtigen Daten für die Besucher. Und ein weiterer wichtiger Punkt der Kampagne Deutsches Spieltennis ist der Vereinsnewsletter, den ich auch am Anfang schon mal angesprochen habe. Alle teilnehmenden Vereine erhalten den Vereinsnewsletter zugeschickt, beziehungsweise können sich dafür registrieren mit der Anmeldung zu Deutschland spielt Tennis. Man bekommt dann eine Bestätigungsmail und muss dann auch die Anmeldung für den Newsletter nochmal zusätzlich bestätigen. Aus Datenschutzgründen ist das notwendig. Wenn ihr das dann macht, seid ihr im Newsletter-Verteiler. Der Vereinsnewsletter wird ganzjährig verschickt. Im Anmeldezeitraum von Deutschland spielt Tennis, also jetzt quasi von Januar bis Mai im 2-Wochen-Rhythmus. Und im Rest der Saison quasi, also ab Mai bis Dezember, erfolgt ein monatlicher Versand. Und Themen sind verschiedene Service-Themen. Auch die Leitfäden werden, wie gesagt, nochmal aufgegriffen. Also die Themen Pressearbeit, Sponsoring, Marketing, Aktionsideen, Organisation. Also da gibt es eine breite Palette. Oft sind auch Interviews mit Vereinen dabei, die an Deutsches Spieltennis teilnehmen, die dann über ihre Erfahrungen berichten mit der Kampagne, wie der Aktionstag abgelaufen ist, wie die Vereinsarbeit läuft. Also da gibt es verschiedene Best-Practice-Beispiele und auch Erfahrungsberichte. Außerdem werden hier immer die relevanten News und Termine wiedergegeben, also auch Seminartermine, zum Beispiel Talentinos-Schulung oder Schulung zum Thema Schultennis. Oder Seminare vom DOSB. Also das greifen wir alles auf, was für die Vereine und besonders für die Vereinsvertreter relevant sein kann. Genau. Und wie gesagt, das bietet einen ganzjährigen Service. Also der Schwerpunkt liegt nicht nur auf macht bei der Saisoneröffnung mit, sondern es gibt verschiedene Service-Themen, sodass der Newsletter einen Mehrwert für die Leser hat. So, der letzte Punkt zu Deutschland spielt Tennis ist dann der Registrierungsprozess. Wie ich schon einmal angesprochen habe, läuft das Ganze jetzt auch über das Vereinsportal, was ich schon vorhin einmal gezeigt hatte. Und da gibt es jetzt aber einen Login-Bereich. Hier seht ihr auch, wie das Ganze aussieht. Wenn ihr quasi auf den Anmeldelink geht, erscheint erstmal dieses Fenster Login mit tennis.de-Account. Was ist damit gemeint? Der tennis.de-Account ist quasi der gleiche Account, den ihr auch bei MyBigPoint nutzt oder beim Trainerportal. Also es sind die gleichen Zugangsdaten, die gleiche E-Mail-Adresse, das gleiche Kennwort. Damit könnt ihr euch da einloggen und seid dann quasi direkt registriert. Wenn man sich eingeloggt hat, gelangt man auch zum Anmeldeportal. Das ist dann dieses Formular, was man hier auf dem Bildschirm sieht, wo dann die ganzen Daten abgefragt werden. Also Anzahl der Vereinsmitglieder, Internetadresse, Datum des Aktionstags, Ansprechpartner, Lieferadresse. Das wird dann alles abgefragt. Das hat sich im Vergleich zum letzten Jahr nicht geändert. Also es sind vielleicht ein, zwei Fragen dazugekommen, ein paar weggefallen. Aber der Prozess ist das gleiche, nur das Ganze liegt jetzt hinter dem Login-Bereich auf dem neuen Vereinsportal. Weil das Ganze neu ist in diesem Jahr und für viele natürlich auch erstmal ein bisschen unklar ist, wie das Ganze abläuft, haben wir dazu auf unserem Vereinsportal auch eine News erstellt mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung des Registrierungsprozesses. Also wirklich, da wird jeder kleine Baustein nochmal aufgegriffen und wir haben ein Erklärvideo aufgenommen, also ein Video-Tutorial, was ihr euch gerne nach dem Webinar nochmal anschauen könnt. Also wie gesagt, hier gibt es dieses Video-Tutorial. Könnt ihr einfach draufklicken. Wie gesagt, die Präsentation schicken wir morgen nochmal rum. Deswegen habt ihr dann auch alle den Link. Und dann gibt es hier diese Schritt-für-Schritt-Anleitung. Also ich rufe das Vereinsportal auf, ich muss mich einloggen mit den tennis.de-Zugangsdaten, ich gehe auf Projekte und auf den Login-Button und so weiter. Wenn irgendwas unklar ist, könnt ihr hier an diese E-Mail-Adresse schreiben. Wir helfen euch dann gerne weiter und versuchen, die Probleme zu lösen. Genau, und dann hier fast geschafft. Hier müsst ihr nur noch ein paar Kreuze setzen und dann kann man die Anmeldung abschicken. Genau. So viel jetzt erstmal zum Thema Deutschland spielt Tennis. Wie gesagt, sollten dazu jetzt noch Fragen sein, werde ich da gleich am Ende nochmal genauer drauf eingehen. Jetzt würde ich euch erstmal noch die zwei weiteren Projekte vorstellen, die ich gerade schon mal angesprochen hatte, und zwar den Generali Tennis Starter und die DVAG Sponsoring Börse.
Kommen wir hier direkt zum Generali Tennisstarter. Der Generali Tennisstarter ist wahrscheinlich vielen auch schon aus dem Vorjahr bekannt. Der wurde 2021 eingeführt. 2020 gab es eine erste Pilotphase, die auch sehr erfolgreich verlaufen ist. Und auch hier hat die Anmeldephase am 1. Februar begonnen. Der Generali Tennisstarter ist wie Deutschland spielt Tennis ein Tool zur Mitgliedergewinnung, was sich an Tennisinteressierte richtet. Und zwar haben Vereine die Möglichkeit, sich über starter.tennis.de als Generali Tennis-Starter-Verein zu registrieren. Und auch die Tennisinteressierten haben dann ab Mai die Möglichkeit, sich dort einen Account anzulegen. Und dann ist es so, dass die Interessierten, also die registrierten Tennisinteressierten, sich einen Verein in der Umgebung aussuchen können und haben da eine kostenfreie Spielmöglichkeit. Also sie können zweimal kostenfrei in diesem Verein spielen, können also den Starterpass innerhalb von 60 Tagen einlösen. Der Verein kann bei der Anmeldung auswählen, ob das Ganze ein freies Angebot ist, also dass die Nutzer, die Tennisinteressierten einfach nur den Platz nutzen können oder können sogar ein Angebot mit Trainer anbieten. Ziel dahinter ist natürlich, dass die Leute auf die Anlage kommen, den Verein sehen, sich dort wohlfühlen und dann auch langfristig Teil des Vereins werden wollen und zu Mitgliedern werden. Außerdem profitieren auch die Vereine davon, denn es gibt diese Starterpakete. Und in diesem Jahr ist es so, dass diese 250 Starterpakete zwischen allen registrierten Vereinen verlost werden. Also am Ende des Zeitraums gibt es eine Verlosung zwischen allen Tennis-Startervereinen und 250 Vereine erhalten dann ein Starterpaket mit Tennisschlägern und Bällen. Also auch gerade wenn man dann Neumitglieder auf die Anlage lockt, ein gutes Angebot, um denen auch einen guten Service zu bieten. Ich gehe hier einmal auf die Anmeldeseite, damit ihr auch seht, dass das ganz einfach ist. Also wie gesagt, hier steht auch nochmal alles Wichtige zum Generali Tennis Starter aufgelistet, dass die Anmeldung kostenlos ist, wie bei Deutschland spielt Tennis, wie die Anmeldung funktioniert, dass es diese 250 Pakete zu gewinnen gibt, die verschiedenen Varianten, freies Spiel, Spiel mit Anleitung eines Trainers. Welche Voraussetzungen sollte ich erfüllen, um Club zu werden? Hier sieht man, was in den Starterpaketen enthalten ist, also Bälle und Schläger. Und hier ist dann quasi das Anmeldefeld. Da wählt man dann den Verein aus, gibt die wichtigen Daten ein, muss sich registrieren, erstellt ein Passwort und kann die Anmeldung absenden. Wichtig für alle Vereine, die im letzten Jahr schon dabei waren, da ist die Anmeldung noch mal einfacher. Ihr solltet eigentlich eine E-Mail bekommen haben, wo ihr einfach nur den Account reaktivieren könnt. Das heißt, man klickt auf den Link und ist direkt dabei in diesem Jahr als Starterclub. Genau, das zweite Tool, was ich euch vorstellen möchte, ist die DVAG Sponsoring Börse. Die DVAG Sponsoring Börse wurde in diesem Jahr neu ins Leben berufen. Und zwar können sich Tennisvereine über die Sponsoring Börse bei der DVAG für ein Vereinssponsoring bewerben. Auch hier ist die Registrierung kostenlos. Über die Seite der Generali durchführbar. Also das ist hier quasi die Seite. Dann gibt man hier den Verein an. Die Sportart ist natürlich Tennis, ist auch schon voreingestellt. Anzahl der Mitglieder und so weiter, ein paar Angaben und kann dann hier auswählen, welche Unterstützungsleistungen für den Verein interessant sind. Also brauche ich Equipment, brauche ich Sportbekleidung, Plakatwerbung, Anzeigenwerbung, etc. Gibt hier noch den Ansprechpartner ein, die Funktion im Verein und kann dann auch hier die Anmeldung ganz einfach absenden. Was ist der Hintergrund des Ganzen? Die Vermögensberater haben ab März, also quasi ab jetzt, die Möglichkeit, die ganzen Bewerbungen einzusehen. Und können dann die Vereine in der Region, wo sie quasi sitzen, kontaktieren. Hierbei hervorzuheben, ihr könnt nur einmal kontaktiert werden. Also sobald ein Vermögensberater einen Verein kontaktiert hat, wird er aus der Liste gelöscht und kann somit auch nicht von fünf Vermögensberatern gleichzeitig angesprochen werden, sondern werdet einmal kontaktiert und könnt dann mit dem Vermögensberater über eure Interessen sprechen und wird dann aber nicht von anderen noch weiter kontaktiert. Also genau, das ist sichergestellt. Das Engagement kann, wie gesagt, ganz unterschiedlich aussehen, je nachdem, was ihr in dem Feld angegeben habt. Genau, so viel zur Sponsoring-Börse.
Dann kommen wir jetzt zu den offenen Fragen. Ich sehe hier, dass wir aktuell 8 Fragen im Chat haben. Dürfen die bereitgestellten Bilder an die Zeitung weitergegeben werden? Wenn ja, wie kann ich die Zeitung gegenüber die Freigabe an Bildrechten erklären? Also wie gesagt, die Motive mit den deutschen Spieltennis-Grafiken können ganz einfach weitergegeben werden. Hier müsste das Copyright Deutscher Tennisbund angegeben werden, dann sollte das aber kein Problem sein. Sollte es da irgendwelche Probleme geben mit Zeitung, können Sie uns das gerne auch weiterleiten. Gerne helfen wir da auch direkt weiter, nehmen Kontakt mit der Zeitung auf. Das ist kein Problem. Bei den Grafiken mit Angelique Kerber, wie gesagt, muss Copyright Generali angegeben werden, aber dann sollte es dort auch keine Probleme geben. Genau, bei dem Besuchergewinnspiel gewinnen die Besucher. Also der Verein hat die Chance, über die Vereinsverlosung und über das Zusatzgewinnspiel Preise zu gewinnen. Bei dem Gewinnspiel für Tennisinteressierte oder Besucher geht es tatsächlich über die Besucher des Aktionstages. Also die können sich da mit ihren privaten Daten registrieren, mit der privaten E-Mail-Adresse, Telefonnummer und nehmen dann als Privatperson an dem Gewinnspiel teil. Und ihr als Verein helft dem Verein natürlich, zum Gewinner zu werden, indem ihr das Gewinnspielplakat auf eurer Anlage aushängt und ja, unterstützt somit auch die Tennisinteressierten, dass sie auch einen Mehrwert von der Aktion haben. Kann man auch seine Vereinslogos hochladen, sodass es ins PDF, JPEG eingefügt wird? Man kann ja PDFs und JPEG schlecht bearbeiten, nicht nur Text. In den Plakaten gibt es ein Bearbeitungsfeld. Da sollten die Logos auch direkt integriert werden können, weil es ist beschriftbar. Müsstet ihr einmal ausprobiert, wenn ihr das runterladet. Bei den Materialien im Onlineshop sollte das auch möglich sein. Ansonsten gebt uns da gerne nochmal Bescheid, dann schauen wir, wie wir da weiterhelfen können. Aber grundsätzlich sollte das funktionieren. Für das individuelle Gewinnspiel kann man sich auch mehrmals registrieren. Jedoch werden wir vor der Verlosung alle doppelt Registrierten rauslöschen, sodass jeder die gleiche Gewinnchance hat. Was ist unter Aktionstag zu verstehen? Der Aktionstag ist, wie gesagt, der Tag, an dem ihr eure deutsche Spieltennisaktion im Verein ausrichtet. Also entweder die Saisoneröffnung, ein Sommerfest, die Saisonabschlussfeier, je nachdem, was ihr euren tennisinteressierten Besucher für ein Angebot bieten möchtet. Das könnt ihr, wie gesagt, frei gestalten, habt da keine Vorgaben. Wir bieten lediglich Hilfestellung zur Organisation, geben euch Aktionsideen, aber die Ausgestaltung ist euch frei überlassen. Gibt es Erfahrungen, wie ein Aktionstag bei Deutscher Spieltennis von den Vereinen ausgestaltet wird? Ja, das wird bei uns quasi hier regelmäßig abgefragt. Also wir machen ja immer so eine Evaluation nach der deutschen Spieltennisphase. Häufig gibt es Schnupperangebote, Tombolas, irgendwie Familienturniere, also Kinder zusammen mit Eltern Doppelspielen. Manchmal gibt es Schauwettkämpfe, wo dann irgendwelche starken Spieler aus der Region eingeladen werden, die dann Match spielen. Ganz verschiedene Sachen. Manchmal gibt es auch Angebote wie Cardio-Tennis oder genau, da gibt es ein breites Programm. Wie gesagt, in unseren Aktionsideen, die wir in den Leitfäden haben und Download, könnt ihr euch das auch nochmal ein paar Sachen durchlesen. Wir haben da nämlich die Sachen, die quasi am meisten immer angegeben werden, auch nochmal genauer aufgegriffen. Genau, der Vermögensberater kann natürlich mit mehreren Vereinen kooperieren, aber der Verein wird nur von einem Vermögensberater angesprochen. Es freut uns natürlich, dass der SV Kranzberg jedes Jahr dabei ist. Es freut uns und auch schön, dass das Webinar euch gefallen hat. Genau, das war's an Fragen.
Wenn jetzt nichts mehr kommt, hoffe ich, dass alle Fragen geklärt sind. Wie gesagt, wir schicken die Präsentation morgen noch einmal rum mit dem Link zur Anmeldung. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr alle dabei seid bei Deutschland spielt Tennis und uns bei dieser Kampagne unterstützt. Wie gesagt, es ist eine deutschlandweite Kampagne. Wir führen die mit allen Tennisvereinen in Deutschland gemeinsam durch, wird unterstützt durch die Tennislandesverbände. Deswegen wäre es super, wenn ihr auch dabei seid und euren Aktionstag unter dem Dach von Deutschland spielt Tennis durchführt. Genau, so viel zu den Themen und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und schön, dass ihr alle dabei gewesen seid.